Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Ich habe wieder ein Buch gelesen und möchte es natürlich zum Anlass nehmen, darüber zu berichten. Es handelt sich um das Buch 1177 vor Christus, der erste Untergang der Zivilisation von Professor Eric H. Klein. Eric Klein ist ein prominenter Archäologe und ein Spezialist für die altorientalischen Kulturen, insbesondere die der Bronzezeit. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Bronzezeit. Es ist eben ein Zeitalter, das ich schon als Junge mit der subtropischen Hitze der Levante und der Ägäis assoziiert habe. Und vielleicht mit dem Roman Sinue der Ägypter von Mika Waltari und natürlich der Odyssee von Homer. Und mit einer faszinierenden Vielfalt an Völkern, Großreichen und Stadtstaaten, die allesamt miteinander verwoben waren, mal im Guten und oft im Bösen. Die antike Bronzezeit reicht vom Jahr 3000 bis ca. 1200 vor Christus. Das sind 18 Jahrhunderte von erstaunlicher Blüte namhafter Völker. Dies ist die Zeit der minoischen und mykenischen Kultur, die sich auf Kreta und im heutigen Griechenland befunden haben. Es ist aber vor allem die Glanzzeit der stets etwas rätselhaften Hethiter, ein Reich, dessen Ruinen wir heute im türkischen Anatolien finden. Es ist die Ära der Babylonier und der Hammurabi, berühmt natürlich durch seinen Gesetzeskodex. Und es ist natürlich die Zeit der großen Pharaos wie Königin Hatschepsut, Echnaton, Tutanchamun, Ramses II. Und Ramses III. All diese Kulturen erfuhren im 12. Jahrhundert vor Christus einen massiven Rückschlag. Einige brachen unter dem Aufprall der geschichtlichen Ereignisse vollständig zusammen und verschwanden von der Bildfläche. Andere, wie die Ägypter, konnten widerstehen, doch so richtig erholt haben sie sich von diesen Ereignissen nie. Die Bronzezeit ging im Verlauf des 12. Jahrhunderts vor Christus krachend zu Ende. Als ich zur Schule ging, wurde dieses Thema nur knapp berührt, doch dabei hatte ich zum ersten Mal diesen einen Begriff gehört, der mich aufhorchen ließ und meine Fantasie beflügelte: die Seevölker. Es ist der Einfall dieser sogenannten Seevölker in Anatolien und in Ägypten, der eine Lawine auslöst und diese kulturelle Ära zum Fall bringt. In stark bebilderten Jugendbüchern gab es da auch schon mal eine typische dramatische Zeichnung, die zeigte, wie die Seevölker gerade im Begriff waren, eine Hafenstadt zu plündern. Für einen jungen Geist, der gerade die Nase in Bücher steckt, gab es kein tolleres Thema als die Brandschatzung einer antiken Stadt mit Plünderungen, Vergewaltigungen und anschließendem Besäufnis. Nun, so detailliert waren die Texte und Bilder damals natürlich nicht, aber jugendliche Fantasie muss man im Gegensatz zu dem Erwachsenengeist nicht gerade anspornen. Die Zerstörung oder der Niedergang der Kulturen des östlichen Mittelmeers durch die Seevölker war allerdings nie eine richtige Theorie und wurde zumeist als eine Hypothese bezeichnet. Aber da es keine bessere Erklärung gab, ging das so in den Kanon über und damit auch in die Schulbücher. Ich habe es damals so aufgegriffen. Ich erinnere mich aber, dass eine leichte Verwunderung zurückgeblieben war. Darüber, dass mir kein Buch über die Seevölker etwas Brauchbares mitteilen konnte. Wenn ich nun in einige Bücher zurückblicke, die ich vor Jahrzehnten über diese Zeitepoche gelesen habe, fällt mir doch auf, wie zaghaft sich die Verfasser über die Gesinnung und Vorgehensweise der Seevölker ausdrücken. Denn hier klafft in der Tat eine gewisse historische Wissenslücke. Allein Immanuel Velikovsky hatte sich auf das Thema gestürzt und ein ganzes Buch über die Seevölker geschrieben, doch seine Bücher waren schon damals kontrovers und von äußerst fragwürdiger Aussagekraft. So kann man, und ich picke hier nur einige wenige Beispiele heraus, bei H. W. F. Sachs in dessen Buch The Greatness That Was Babylon, auf Deutsch schlicht Mesopotamien genannt, lesen. Ich suche erstmal heraus. Die Wanderung Abrahams und die Invasion Palästinas unter Joshua zählen beide zum gleichen Phänomen. Besonders stark war der Druck gegen Ende des 2. Jahrtausends an der westlichen Grenze Babyloniens und Assyriens. Dafür gibt es eine ganz spezielle Erklärung. Kurz vor 1200 vor Christus brach das Hethiterreich unter dem Druck einer zu Lande und zur See durchgeführten Invasion zusammen. Ihr Urheber war eine aus dem Osten Europas ausbrechende Völkergruppe, zu der auch die Philister gehörten. Ramses III. Besiegte sie auf hoher See und hielt sie so von Ägypten fern.
Es gelang ihr allerdings, sich die Herrschaft über Syrien und Palästina zu sichern, über deren Auswirkungen wir im Buch der Richter erfahren. Bei C.W. Seram, den die Älteren eher durch seinen Bestseller Götter, Gräber und Gelehrte kennen, findet man in seinem Hethiterbuch Enge Schlucht und Schwarzer Berg die folgende Aussage. Um das Jahr 1190 vor Christus fiel die Brandfackel auf Hattusha. Eine neue Völkerwanderung, diesmal vom Westen, überrannte das geschwächte Hethiterreich. Mysia und Phryger mögen es zuerst gewesen sein. Als die Seevölker erscheinen sie in einer ägyptischen Inschrift des Tempels zu Medinet Habu. Und kein Land hielt Stand vor ihnen von Hatti an. Die Feuerbrunst, die Hattushas zerstörte und gewiss nach der Plünderung gelegt worden ist, muss ungeheuer gewesen sein. Nach den Ausgrabungsbefunden müssen die Burg, die Tempel und die Häuserwände tagelang, vielleicht wochenlang geglüht haben. Und in seinem Buch Die Hethiter, Volk der tausend Götter, bekundet Johannes Lehmann seine eigene Skepsis bei dieser Geschichte. Wer diese anderen waren, wissen wir nicht genau, denn mit dem Beginn dieser Völkerbewegung versiegen die Nachrichten. Nur die Ägypter, die als einzige diesen Völkersturm abwehren konnten, haben sich über sie geäußert und sie, uns wenig hilfreich, Fremdvölker genannt oder, und dieser Begriff ist in die Geschichte eingegangen, die Seevölker. Ramses III. Von Ägypten berichtet in einer Inschrift im Tempel von Medinet Habu, dass es kein einheitliches Volk war, sondern ein Bund aus Philistern, Zekern, Shekelesh, Dänen und Weschesh. Auch das hilft uns nicht viel weiter. Von all diesen Stämmen oder Völkern können wir mit Sicherheit nur die Philister identifizieren, die von der Bibel mit den Kretern gleichgesetzt werden. Wer die anderen sind, ist schon deshalb schwer festzustellen, weil die Hieroglyphen keine Vokale angeben, so dass die einen Shekelesh, die anderen Shakalsha lesen. Nur die Dänen wurden einheitlich gelesen und von manchen auf Homers Denea zurückgeführt. Dass es, mit Ausnahme der Philister, keine wirklichen Seevölker gewesen sein können, geht aus ihrem Wanderweg hervor, der uns ebenfalls von Ramses III. Überliefert wird, sowie aus einem ganz kuriosen Detail. Diese Seevölker, von den Ägyptern wahrscheinlich so genannt, weil sie von jenseits des Mittelmeers aus dem Norden kamen, eroberten Kleinasien und den vorderen Orient mit Ochsenkarren und drangen sogar damit bis zum Nil vor. Keine seefahrende Nation würde mit derartig ungefügen Ochsenkarren, die von mehreren Ochsen gezogen werden mussten, auf Eroberung ausziehen und schon gar nicht in einer Gegend, die längst den schnellen, von Pferden gezogenen, leichten Kampfwagen der Hurriter oder Hethiter kannte. Das war sozusagen der Wissensstand in den 60ern und 70ern des vergangenen Jahrhunderts. Ungeachtet dessen, dass die Seevölker als Katalyst zum Ende der späten Bronzezeit weitgehend akzeptiert wurden, schwebte da natürlich immer ein gewisser beißender Zweifel mit, gewahr dessen, dass die Beweislage so dünn war und das Gesamtbild zu verschwommen. Eric Kleins Buch versucht nun, mit diesem Nebel der Geschichte aufzuräumen und tut das mit sehr überzeugenden Argumenten. So ist dieses Buch eine detaillierte Auseinandersetzung mit den letzten Jahrzehnten der späten Bronzezeit und mit einem besonderen Augenmerk auf die Beziehungen, die unter den jeweiligen Reichen geherrscht haben. Für Klein steht fest, dass die Kulturen des Nahen Ostens damals analog zu unserer Welt zu verstehen sind. Dies ist die erste kulturelle Globalisierung, nur eben nicht global, sondern regional, doch zwischen Völkern und Staaten, welche die Gesamtheit des östlichen Mittelmeerraums und des Nahen Ostens abdeckten. In jener Zeit, über die wir hier sprechen, also 13. und 12. Jahrhundert vor Christus, herrschte relativ viel Frieden und die einzelnen Reiche betonten ihre multilateralen Beziehungen. Die Herrscher korrespondierten viel und bekundeten in pathosgeladenen Briefen ihre gegenseitige Loyalität. Doch das auffälligste Merkmal ist der geistige und materielle Austausch. Der Handel zwischen den Inseln und den Staaten dieser Region blühte und die Archäologie findet unzählige Hinweise auf Kulturtransfers, gerade im Bereich der Kunst, der Malerei etc. So findet man ägyptische Kunst in minoischen Ruinen auf Kreta und minoische Kunst in Ägypten. Und gerade der Austausch zwischen den Hethitern und den Ägyptern war stark begünstigt, da beide Reiche in dieser Zeit eine kurze, jedoch bedeutsame gemeinsame Grenze besaßen, an der Grenzstadt Kadesh.
In jenen Jahren gehörte die gesamte Levante-Küste bis zum heutigen Libanon zum Ägyptischen Reich, während dort, wo heute Syrien liegt, bereits das Reich der Hethiter anfing. In der geografischen, aber auch wirtschaftlichen Mitte dieser internationalen Infrastruktur sitzt eine bedeutende Insel, deren Name Programm ist. Die Rede ist von Zypern. Denn Zypern belieferte diese gesamte Region mit Kupfer, das Hauptbestandteil der Bronze. Das deutsche Wort Kupfer und Zypern, respektive Kypern, haben die gleiche Wortherkunft. Doch der alte Name für die Zyprioten lautete wohl Alashia oder Assia. Eric H. Klein macht es in seinem Buch viel Spaß, unentwegt Analogien zur Gegenwart zu ziehen. Etwas, das kurzweilig zu lesen ist, aber vermutlich der einzige Aspekt des Buches ist, der ein wenig spekulativ anmutet. Ich zumindest bin bei historischen Analogien immer etwas skeptisch. Doch stellenweise ist das äußerst amüsant und sehr überzeugend. Für Professor Klein ist das Kupfer eine Analogie zum Erdöl unseres eigenen Zeitalters. Und der Schauplatz ist irgendwie schon wieder Syrien, nicht wahr? Da drängen sich also interessante Fragen auf. Zum einen hätte der wirtschaftliche Verbund der betreffenden Reiche, und einige darunter waren richtige Großreiche wie Ägypten oder die Hethiter, nicht stärker sein müssen, um dem Ansturm relativ wenig koordinierter Piratengruppen standzuhalten. Wer waren somit die Seevölker und was motivierte sie? Nun, da fangen die Probleme ja schon an. Dass man sie Seevölker nennt, ist gar nicht so schlüssig. Und schon seit Jahrzehnten ist klar, dass die meisten gar nicht so seetüchtig waren und doch mehr eine Landarmee darstellten. Den Ausdruck Seevölker brachte um die Jahrhundertwende der französische Archäologe Gaston Maspero ins Spiel und bezog sich damit auf eine ägyptische Bezeichnung dieser Eindringlinge, die den Wortstamm Wajwer besaß. Ein Begriff, den die alten Ägypter auf Meeresregionen angewendet haben, vorrangig natürlich das Mittelmeer nördlich von ihnen. Der Ausdruck Waj bezeichnet dabei grün. Also das allein ist ein spannendes Thema und würde ein gutes Video ergeben. Die Wahrnehmung der Farben in der Antike. Heute weiß man, dass Blau als eigenständige Farbe von den meisten Völkern damals nicht benannt wurde. Das fiel alles unter Grün. Doch das nur am Rande. Die Identifikation der Seevölker ist eine ganz eigene, spannende Baustelle, die schon seit über 100 Jahren vielen Historikern und Archäologen Kopfzerbrechen bereitet. Für mich lag hier in meiner Kindheit immer die Wurzel des Verwunderns, denn diese Leute hatten eine Bezeichnung, Seevölker, aber sie hatten keine nationale Zuordnung. Seevölker, was heißt das eigentlich? Ich schlage hier mal in dem archäologischen Bibellexikon von Avram Negev unter Seevölker nach. Und was finde ich? Hier, Seevölker, siehe Philister. Das ergibt auch Sinn, denn aus der Sicht der biblischen Nationen und Stämme traten die Seevölker in Form der Philister in Erscheinung. Dazu kommen wir noch. Also, Seite 356. Philister, Seevölker. Die Seevölker tauchen Ende der Spätbronzezeit im südöstlichen Mittelmeerraum auf. Die El-Amarna-Briefe erwähnen die Schirdanu, die Luka und die Danuna als Söldner im ägyptischen Heer. Später nahmen die Schirdanu an einem Asienfeldzug von Ramses II. Teil. Völker des Meeres werden auch unter den Völkern aufgezählt, die mit den Libyern gegen Pharao Merenptah revoltierten. Die Philister oder Purasti, die Ägypter haben für L und R nur einen einzigen Buchstaben, werden zur Zeit Ramses III. Genannt. Als die Libyer erneut revoltieren, im Papyrus Harris I werden die Feldzüge von Ramses III. Gegen die Philister aufgeführt. Ich habe die Grenzen Ägyptens ausgedehnt und alle unterworfen, die die Grenzen von ihren Gebieten aus angegriffen haben. Die Deniyen habe ich auf ihren Inseln abgeschlachtet und die Cheker und die Purasti wurden zur Asche gemacht. Die Schirdanu und die Washash des Meeres sind nicht mehr. Sie wurden alle nach Ägypten in Gefangenschaft gebracht, wie der Sand von den Küsten. Und so weiter und so fort. Ich lese nicht den gesamten Eintrag, denn dieser ist noch recht lang. Doch an dieser Stelle merkt man auch, dass die Operationen der Seevölker weit über wüste Plünderungen im Stile der Piraten oder der Wikinger hinausgingen. Da sind also Truppenteile in Bewegung, die auch einheitlich uniformiert sind. Bei Eric H. Klein erfährt man, dass es da auch einen richtigen Familiennachzug gab. Vielen dieser Bevölkerungsgruppen ging es also um waschechte Landeroberung und nicht einfach nur eine Plünderung. Ich werfe noch einen Blick in das Lexikon des alten Ägypten von Guy Rachet.
Hier finde ich unter dem Begriff Seevölker folgende längere Beschreibung und ich lese nur die ersten paar Absätze. Diesen Namen gaben die Ägypter den Bewohnern der Inseln inmitten des großen Grünen. Diese Inseln waren die Wohnorte der Ägäer, aber nach den Listen dieser Seevölker muss man dazu auch die Völker der mykenischen Kultur rechnen, welche die Küsten und die Inseln der Ägäis besetzten, Kreta eingeschlossen. Einige Namen dieser Völker sind uns bekannt durch die Korrespondenz von Amarna, als sie den Pharaonen noch Tribute brachten. Unter der Regierung von Ramses II. Traten sie in ägyptischen Texten jedoch nicht mehr als Tributbringer, sondern als Feinde von Ägypten auf. Schon unter Setos, dem Vater von Ramses II., tauchten in Libyen die blonden und blauäugigen Djemehu auf, die in den Texten regelmäßig mit den braunhaarigen Djehenu mit ziegelroter Haut durcheinandergebracht werden. Im zweiten Jahr seiner Regierung vernichtete Ramses II. An der Westgrenze die Fremden aus dem Norden, die Djemehu, die Völker des Meeres und des großen nördlichen Ozeans. Bei dieser Kampagne fing Ramses wohl auch die Sherdenu, die als Söldner in der ägyptischen Armee bei der Schlacht von Kadesh wieder auftauchten. Diese Indoeuropäer waren hochgewachsene Krieger, die mit einem kurzen Schurz und einem Helm mit zwei Hörnern in Form eines Halbmondes und einer Scheibe in der Mitte bekleidet waren. Sie trugen mit dem linken Arm einen runden Schild und eine Lanze, in der rechten Hand hielten sie ein breites Schwert von mykenischem Typ. Wir kennen also dank der Amarna-Bibliothek ihre zeitgenössischen Namen, zumindest wie sie von den Ägyptern bezeichnet wurden. An dieser Stelle beginnt also eine Art archäologischer Krimi, mit dem Ziel, anhand der Namenetymologie zu ermitteln, woher diese Leute eigentlich stammten. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, einen Blick auf die Landkarte rund um das Mittelmeer zu werfen. Schauen wir uns erstmal den Verbund aus den betreffenden Ländern an, um auch zu verstehen, weshalb Professor Klein hier von einer Art Vorläufer einer Globalisierungszivilisation spricht. Da ist also zuerst die minoische Kultur auf der heutigen Insel Kreta. Dann die mykenische Kultur in Griechenland und natürlich das mächtige Hethiterreich. Daneben das Reich der Assyrer, das babylonische Reich, das Großkönigreich Mitanni, das Land der Kanaaniten, das die Römer später in Syria umbenannt hatten und wie schon erwähnt die Insel Zypern, auch bekannt als Alashia und natürlich der mächtigste Player in dieser Arena, Ägypten. Demgegenüber stehen also diese ominösen Seevölker, deren Herkunft wir nun zu ergründen versuchen. Ich versuche das mal in einer Übersicht darzustellen und verwende hierzu die Tabelle, wie sie in Wikipedia erstellt wurde. Die ist wirklich schön übersichtlich. Wir haben es also mit Luka zu tun, Sherdana, Shekelesha, Durisha, Akiwasha, Danu, Jeker, Pereset, Washash. Die Frage ist nun natürlich, wer diese Leute waren und lässt sich die ägyptische Bezeichnung auf etwas übertragen, das in einer anderen Sprache Zuordnung findet. Und darüber ist natürlich viel gebrütet worden und die Identität der Seevölker gilt inzwischen als recht entschlüsselt, wenn dies auch an allen Ecken und Kanten ein wenig umstritten ist, da man häufig mit Wortähnlichkeiten arbeiten muss und das ist dann auch ein wenig wie Raten. Fangen wir also mit Luka an, die in den altägyptischen Hieroglyphen mit den Konsonanten R, K und W dargestellt werden. Das darf nicht verwundern, es hatte stets Völker gegeben, bei denen das phonetische Klangbild für R und L sehr nahe stand oder identisch war. Wir kennen das heute noch zum Beispiel aus Japan, wo dies von einem gemeinsamen Laut abgedeckt wird. Wenn ich zum Beispiel den japanischen Namen Ryuichi nehme, so heißt es weder Ryuichi noch heißt es Liuichi, es heißt Ryuichi. Das war im Altägyptischen ähnlich, somit wurde der Name des gesuchten Volkes dort vermutlich als Rakau gelesen. Heute wird angenommen, dass es sich dabei um die Lykier handelt, also eine Küstenregion in der heutigen Türkei. Das nächste benannte Seevolk heißt Sherdana. Wir kennen heute noch eine Insel im Mittelmeer, die so ähnlich klingt. Versuche es mal selbst zu erraten. Sherdana. Du wirst es dir schon einige Sekunden später vielleicht gedacht haben und es als abwegig abgetan haben. Doch der Gedanke war vermutlich korrekt. Es wird heute angenommen, dass die Sherdana von der heutigen Insel Sardinien stammen.
Drittes Volk, die Sheklesha. Ja, auch hier eine Klangähnlichkeit mit einer berühmten Mittelmeerinsel. Richtig. Es wird angenommen, dass die Sheklesha Menschen aus Sizilien waren. Es ist aber ein wenig spekulativ, da es dafür einfach nicht genug handfeste Beweise gibt. Das vierte Volk in unserer Liste ist Turisha. Jetzt wird es aber spannend, denn bei den Turisha hat sich inzwischen die Position durchgesetzt, dass es sich um die sogenannten Tirsener oder Tirrener handelt. In dem viel späteren römischen Reich nannte man das Meer, das sie befahren haben, noch immer das Tyrrhenische Meer. Die Tirsener allerdings sind in erster Linie die Vorfahren der italienischen Etrusker. Das nächste Völkchen heißt Akiwascha und hier wird angenommen, dass es sich hierbei um die griechischen Achäer handelte. Dieser Ausdruck ist vor allem durch Homers Ilias bekannt geworden, wo der Ausdruck Achäer für die Mehrheit der Griechen steht, die gegen Troja kämpfen. Das nächste Volk heißt Danu und da kann man es sich fast denken, dass die griechischen Danäer gemein sind. Manchen vielleicht bekannt aus dem Vergil-Vers in der Aeneis, wo es heißt Timeo Danaos et Dona Ferentes. Ich fürchte die Danäer, auch wenn sie Geschenke bringen. Wir sprechen bis heute von einem Danäer-Geschenk für Sachen, die wie Geschenke aussehen, aber mehr einer Strafe gleichen. Ungefähr so, wie wenn man eine Reise nach Mallorca geschenkt bekommt und so tun muss, als ob man sich freut, obwohl man bereits darüber nachdenkt, ob die Flugtickets übertragbar sind. Die siebte Nation sind die Tscheker, auch manchmal Sakari genannt. Hier ist die Herkunft noch immer stark im Nebel der Geschichte. Eine Weile wurde spekuliert, dass die Tscheker in Wirklichkeit die Trojaner waren. Es war wohl ein Festlandvolk, wie man vermutlich aus dem großen Papyrus Harris ableiten kann, wo Pharao Ramses schreibt, ich schlug die Danunäer, die auf ihren Inseln sind. Die Tscheker und die Peleset wurden zur Asche. Ich habe es ja vorhin vorgelesen. Daraus ließe sich ableiten, dass die Danäer zu jenem Zeitpunkt auf den Ägäischen Inseln lebten, doch die Tscheker Festlandbewohner waren. Die damalige Bevölkerung rund um Troja nennt man auch die Teukrier. Eric H. Klein schreibt fast gar nichts über die Tscheker, da er nicht spekulieren möchte. Die Gleichsetzung von Tscheker und Troja ist somit der aktuelle Stand der Dinge, doch in dieser Annahme extrem ungesichert. Und achtens die Peleset oder Pereset, eigentlich Purster oder Perster genannt, sind nun wieder die am besten gesicherten Mitglieder des Seevölkerbunds. Ihre Herkunft wurde bereits in 1836 von dem berühmten Jean-François Champollion, dem wir die Dechiffrierung der ägyptischen Hieroglyphen verdanken, bestimmt, und zwar als die biblischen Philister. Sehr wahrscheinlich geht der heutige Ausdruck Palästina und Palästinenser auf die Peleset zurück, also die Philister. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Herkunft der Philister in dieser Region bis heute etwas unklar ist. Umstritten ist auf jeden Fall die Annahme, sie kämen aus dem heutigen Griechenland. Das neunte Volk in unserer Tabelle sind die Washash oder Washash, deren Herkunft ebenfalls gänzlich spekulativ ist. Es wird manchmal angenommen, dass es sich hierbei um die süditalienischen Osker handelt, auch bekannt als Samniten. Aber hier dürfen keine Zweifel aufkommen, das ist alles extrem hypothetisch. Das Gesamtbild zeigt uns zumindest einen gewissen Kultur- und Machttransfer von Westen nach Osten, möglicherweise auf eine Art, bei der die aus dem Westen des Mittelmeers stammenden Völker entlang des Weges Verbündete sammelten und Teil ihrer etwas rätselhaften Initiative machten. Einiges spricht dafür, dass die Vorgehensweise dieser Völker sehr piratischer Natur war und vielleicht mit den Jahrtausende später stattfindenden Raubzügen der Wikinger verglichen werden kann. Doch der Vergleich hinkt, da die Seevölker auch klare Besiedlungsstrategien besaßen und offensichtlich auch von den Ambitionen ergriffen waren, sich recht große Reiche einzuverleiben. Und das mutet doch recht seltsam an, nicht wahr? Es mit Hethitern, Assyrern oder Ägyptern aufzunehmen, erscheint für ein unbekanntes Völkchen aus Sardinien, Sizilien oder Norditalien doch recht selbstmörderisch. Und das ist, wo Eric H. Kleins spannendes Buch ansetzt. Um den Bogen wieder zurück zum Thema zu spannen, im Prolog seines Buches schreibt er: Früher gab es in der Forschung die Tendenz, alle solche zerstörerischen Überfälle in jener Epoche den Seevölkern zuzuschreiben.
Doch ihnen die komplette Schuld für das Ende der Bronzezeit in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum zuzugeben, wäre sicherlich vermessen. So viel Macht werden sie kaum gehabt haben. Wir haben aber ohnehin keine eindeutigen Beweise für ihr Wirken, abgesehen von den ägyptischen Texten und Inschriften, die jedoch einen widersprüchlichen Eindruck hinterlassen. Fielen die Seevölker als organisierte Armee ins östliche Mittelmeer ein, im Sinne eines der besser organisierten Kreuzzüge im Mittelalter, die zum Ziel hatten, das Heilige Land zu erobern? Handelte es sich um eine eher locker bzw. schlecht organisierte Bande von Plünderern wie die späten Wikinger? Oder waren sie Flüchtlinge, die vor einer Naturkatastrophe flohen und neue Orte zum Besiedeln suchten? So viel wir wissen, könnte die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Vielleicht war es eine Kombination aller drei oben genannten Aspekte, vielleicht traf aber auch keiner davon zu. Immerhin, in den letzten Jahrzehnten ist eine Fülle neuer Daten aufgetaucht, die man hiermit berücksichtigen muss. So sind wir uns heute durchaus nicht mehr sicher, dass alle Orte, an denen sich Spuren der Zerstörung fanden, von den Seevölkern heimgesucht wurden. Archäologische Befunde verraten uns zuverlässig, dass eine Stätte zerstört wurde, aber nicht immer wovon oder von wem. Darüber hinaus wurden nicht alle diese Stätten zur selben Zeit zerstört, viele nicht einmal im selben Jahrzehnt. Wie wir sehen werden, erstreckte sich der kumulative Untergang über mehrere Jahrzehnte, vielleicht sogar über ein ganzes Jahrhundert. Während wir also noch immer nicht genau die Ursache oder alle Ursachen dafür kennen, weshalb die Welt der Bronzezeit in Griechenland, Ägypten und dem Nahen Osten zusammenbrach, weist die aktuelle Forschungslage doch eher darauf hin, dass die Schuld nicht allein bei den Seevölkern zu suchen ist. Als wahrscheinlicher gilt, dass sie beim Zusammenbruch der Zivilisationen nicht nur Aggressoren waren, sondern zugleich auch selbst zu den Opfern gehörten. Eine Hypothese besagt, dass sie durch eine Verkettung unglücklicher Umstände und Ereignisse gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und nach Osten auszuwandern, während sich die dortigen Königreiche und Imperien bereits im Niedergang befanden. Es ist durchaus möglich, dass sie allein deshalb in der Lage waren, diese Monarchien erfolgreich anzugreifen, eben weil sie bereits im Untergang begriffen und entsprechend geschwächt waren. Insofern könnte man den Seevölkern höchstens vorwerfen, dass sie besonders opportunistisch waren, wie es ein Forscher ausgedrückt hat. Ebenso könnte ihre Besiedlung des östlichen Mittelmeerraums weitaus gesitteter und mit weniger Blutvergießen einhergegangen sein, als man früher angenommen hat. Wir werden diese Möglichkeiten im Folgenden noch näher betrachten. Jahrzehntelang waren die Seevölker für die Wissenschaft ein willkommener Sündenbock für eine Situation, die weit komplexer war, als man annahm und für die sie letztendlich gar nicht so viel konnten. Eric Klein hatte nun sehr viele Jahre Textaufzeichnungen aus den hier gezeigten Regionen verglichen und zugleich viele der betreffenden Ausgrabungsstätten besucht. Hierbei schält sich ein ungewöhnliches Bild heraus, denn es wird immer wieder deutlich, dass die Seevölker nicht unbedingt den Erstschlag des betreffenden Unglücks dargestellt haben. Sie waren oft Trittbrettfahrer einer größeren Katastrophe, die bereits zuvor die Städte heimgesucht hatte. Damit kommen wir also zu der Komplexitätstheorie, die Eric Klein in seinem Buch präsentiert. Katastrophen waren in diesen Regionen nicht ungewöhnlich und das hatte damit zu tun, dass diese gesamte Gegend bis heute tektonisch recht labil ist. Erdbeben sind bis heute keine seltene Erscheinung in Anatolien, Syrien oder im östlichen Mittelmeer. Und natürlich spielt eine Rolle, dass die Temperatur in der Levante grundsätzlich recht hoch ist und nur eine kleine Schwankung nach oben führt bereits zu Dürreperioden. Was Eric H. Klein beschreibt, wurde auch als The Perfect Storm bezeichnet, der perfekte Sturm. Hierbei ist gemeint, dass eine Überlagerung aus Ursachen, die vereinzelt von den jeweiligen Kulturen und Reichen verkraftbar gewesen wären, in ihrer Gleichzeitigkeit zu einem riesigen Desaster führen. Hier entstanden also Dominoeffekte, ausgelöst durch Ereignisse mit überwiegend natürlicher Herkunft. Doch die plündernden Horden der Seevölker nutzten die Schwäche der betreffenden Reiche und erzielten damit kriegerische Erfolge, die ihnen unter anderen Umständen unmöglich gelungen wären. Auf der untersten Ebene lässt sich feststellen, dass das letzte Jahrhundert der Bronzezeit von einem Klimawandel ergriffen war. Die Erwärmung und Trockenheit brachte einige Jahrzehnte der Dürre und die Aufzeichnungen erwähnen vielerorts die Hungersnöte, insbesondere wenn man sich die Briefe anschaut, die zwischen Reichsherren mit der Bitte um Hilfe geschrieben wurden.
Nun ist es aber so, dass der Klimawandel natürlich kein regionales Phänomen ist, sondern ganze Kontinente in Mitleidenschaft zieht. Hier kommt der Gedanke auf, ob derselbe Klimawandel eben nicht auch einen Impuls für die Völker des westlichen Mittelmeerraums darstellte, sich in Bewegung zu setzen und gegen die berühmten reichen Kornkammern des östlichen Mittelmeers zu reisen. Das darf man sich dann auch nicht als eine homogene, koordinierte Aktion vorstellen. Vielmehr ist es ein Bestreben, dass man 2-3 Generationen vorantreibt, als die Alternative zum eigenen Aussterben in der fruchtlosen Heimat. Also mehr eine mutige Langzeitverzweiflungstat. Der nächste Sargnagel der Bronzeära, den Professor Klein aufführt, sind Aufstände und interne Unruhen innerhalb der östlichen Reiche. Die Seevölker stoßen also auf Kulturen, die selbst in großer Unruhe sind, denn auch ihr soziales Gleichgewicht ist von den Dürren und den Ernteausfällen betroffen. Da findet also eine unmittelbare Schwächung der Stadtstaaten statt, die einerseits um inneres Gleichgewicht kämpfen, doch zugleich den Ausfällen der Seevölker trotzen müssen. Hier spielt zum Beispiel der Zusammenbruch des nahtlosen Handels eine Rolle, bedingt durch den Rückgang der verfügbaren Waren, aber auch die Unsicherheit auf den Handelswegen, bedingt eben durch die aggressiven Völker. Wenn man nun wahnsinnig viel Pech hat und in dieser ungünstigen Situation ein weiterer destruktiver Faktor eintritt, dann entfaltet sich der apokalyptische Dominoeffekt mit all seiner Wirkung. Das klingt nun etwas unglaublich, doch dieser Faktor tritt hier in Form von Erdbeben in Erscheinung. Nun sind Erdbeben schon immer ein Problem dieser Geschichtsära gewesen und die Archäologen können bei einer ausgegrabenen Stadt manchmal sehr genau zwischen Brandspuren unterscheiden, die durch plündernde Truppen ausgelöst wurden, und Spuren, die erdbebenbedingt sind, häufig erkennbar an Mauerabschnitten, die durchbrochen sind und von einem Meter auf den anderen plötzlich abgesetzt sind. Da erkennt man die starke Bewegung des brüchigen Bodens. Für die Seevölker war es oft eine Chance, ganze Landstriche zu besetzen, da die lokale Bevölkerung vollkommen in einem Katastrophenmodus war. Nun könnte man natürlich zu Recht einwenden, dass Erdbeben nicht gerade etwas sind, das man bestellen kann, und somit mutet ihr verstärktes Auftreten in jenen Jahrzehnten etwas verwirrend an. Wie könnte man nur so viel Pech haben und neben einem Klimawandel und herumziehenden Seevölkerverbänden auch noch so viel Pech mit Erdbeben haben? Doch diese Antwort ist gar nicht so spekulativ und ruht auf soliden wissenschaftlichen Fundamenten. Hierzu lasse ich wieder Professor Eric H. Klein zu Wort kommen. Auf Seite 203 schreibt er: Die jüngsten Forschungsergebnisse von Archäoseismologen zeigen, dass Griechenland sowie ein großer Teil der restlichen Ägäis und des östlichen Mittelmeerraums ab etwa 1225 v. Chr. Von einer ganzen Reihe von Erdbeben heimgesucht wurde. Die Erdbebenwelle dauerte an die 50 Jahre bis etwa 1175 v. Chr. Das von Schäfer in Ugarit identifizierte und beschriebene Erdbeben war mithin kein Einzelfall. Es war eines von zahlreichen Beben, die sich in diesem Zeitraum ereigneten. Eine solche Erdbebenserie nennt man einen Earthquake Storm. Dabei sorgt eine bestimmte seismische Störung dafür, dass es über Jahre oder sogar Jahrzehnte immer wieder zu Erdbeben kommt, bis der Druck entlang der tektonischen Verwerfungslinie komplett entlastet ist. Wir haben es hier also mit einer multikausalen Situation über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Ganze Landstriche, die von Dürre und Hitze geplagt sind, darin befinden sich Stadtstaaten und Wohngebiete, die massiv unter notorischen Erdbeben leiden. Folge sind Hungersnöte, Folge sind Aufstände und zivile Unruhe. In diese Kerbe schlagen die Seevölker, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Weile die östlichen Mittelmeerinseln drangsalieren. Doch nun sehen sie ihre Chance, stärker zu werden und auch gegen die größeren Nationen einen Angriffsschlag zu führen. Vielerorts gelingt diese Strategie, gerade in der Levante werden diese Völker ansässig und wir kennen sie dort als die Philister. Nur Ägypten allein kann unter großen Verlusten dem Angriff widerstehen. Unter Ramses III. Wird der Eroberungsversuch der Seevölker abgewehrt und Tausende der fremden Krieger in die Gefangenschaft und Sklaverei abgeführt. Und doch stellt der auf den Tempelwänden von Medinet Habu dargestellte Triumph nur einen Pyrrhus-Sieg dar. Denn Ägypten hatte sich aus der Serie der zivilisatorischen Tiefschläge nicht mehr so richtig erholt. Sein Schicksal mochte gnädiger sein als bei vielen anderen Völkern dieser Region, die teilweise vollständig untergegangen sind.
Doch entlang der östlichen Mittelmeerküste, also im heutigen Syrien, Libanon und Israel, hatten sich diese neuen Völker niedergelassen. Die Philister und die Tscheker hatten dort Fuß in die Tür gekriegt und gingen auch nicht mehr weg. Die ägyptische Nordgrenze wurde massiv zurückgesetzt an den Sinai und dort ist sie bis heute geblieben. Doch sogar Großreiche wie das der Hethiter fiel in sich zusammen. Die Überlagerung aus Hitzewellen, Missernten, Erdbeben, Bürgerkriegen und den Überfällen der Seevölker ließ das Reich kollabieren. Und natürlich präsentiere ich das hier in einer sehr vereinfachten Art und Weise. So ging in exakt jenen Jahren auch das Babylonische Reich unter, doch dies war in keinster Weise von den Seevölkern betroffen, sondern hatte sich seit geraumer Zeit in einem politischen Konflikt mit dem Reich Elam befunden und die Elamiten kamen schließlich und plünderten und zerstörten, was sie nur konnten. Für Babylon war hier die Reise noch lange nicht zu Ende. 22 Jahre später rächte man sich an Elam und zerstörte es vollständig. Natürlich fragt man sich sogleich, wie man sich eigentlich einen Untergang vorstellen muss. Wie sieht es aus, wenn eine Zivilisation umkippt und untergeht? Wie muss man sich das vorstellen? Eric Klein widmet dem ein eigenes Kapitel. Darin schreibt er auf der Seite 247: Wir besitzen handfeste Beweise dafür, dass es mehrere Jahrzehnte, an manchen Orten sogar mehrere Jahrhunderte dauerte, bis die Bewohner der betreffenden Regionen ihre Gesellschaften wieder aufgebaut hatten und endlich wieder aus dem Dunkel der Geschichte heraustraten. Wie Jack Davis von der Universität von Cincinnati betont, war die Zerstörung des Palastes des Nestor ca. 1180 v. Chr. So verheerend, dass sich weder der Palast noch die Gemeinde anschließend davon erholten. Tatsächlich blieb das gesamte Gebiet des mykenischen Königreiches Pylos fast 1000 Jahre lang komplett entvölkert. Joseph Maran von der Universität Heidelberg hat zudem festgestellt, dass selbst wenn wir nicht wissen, ob sich die letzten Zerstörungen in Griechenland tatsächlich zeitgleich ereigneten, doch zumindest klar ist, dass es nach diesen Katastrophen keine Paläste mehr gab, dass die Verwendung der Schrift sowie jegliche Verwaltungsstrukturen zum Erliegen kamen und dass das Konzept des obersten Herrschers, des Wanax, aus den politischen Institutionen des antiken Griechenland verschwand. Was die schriftlichen Zeugnisse betrifft, so gilt das Gleiche für Ugarit und die anderen Kulturen, die in der späten Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum geblüht hatten. Ihr Untergang bedeutete zugleich das Ende der Keilschrift in der Levante, die von anderen, möglicherweise nützlicheren oder praktischeren Schriftsystemen abgelöst wurde. Man kann also annehmen, dass es für Jahrzehnte vielerorts wieder eine eher schlichte Sippenkultur gab, halb zerfallene Städte, wo noch immer Menschen wohnten und dort an Ruinen oder zumindest verwahrlosten Gebäuden vorbei ihre Ziegenherden trieben. Oft werden es eben selbstverwaltende Stadtstrukturen gewesen sein, die mit der benachbarten Stadt nur noch die gemeinsame Sprache verband. Soweit also das Buch von Eric H. Klein. Die Qualität dieses Buches besteht sicherlich darin, dass es einerseits neue Erkenntnisse zu einem wichtigen historischen Fragezeichen liefert, doch zugleich ist es auch eine sehr spannende Beschreibung dieser Zeit und ihrer Kulturen. Eben mit einem besonderen Augenmerk auf die Interaktionen dieser Reiche und ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Bezüglich der Rolle der Seevölker im Untergang der Bronzezeit macht dieses Buch deutlich, dass sie darin ihre eigene Rolle spielten, doch unmöglich die historische Verantwortung für diesen Zivilisationskollaps tragen können. Oft waren sie eben Trittbrettfahrer, die sich eine bereits zerfahrene Situation zunutze machten. Sie mochten anfangs selbst lediglich Leidtragende der Dürrejahre sein. Der Buchtitel mag etwas irreführend sein und ist sogar im Buch ein Gegenstand gewisser Überlegungen. Natürlich ging die Bronzezeit nicht Punkt 1177 v. Chr. Unter. Dieser Prozess fand Jahrzehnte davor und danach statt. Die Wahl dieses Datums hängt mit der erwähnten Schlacht zwischen Ramses III. Und den Seevölkern zusammen, die vermutlich in diesem bestimmten Jahr stattgefunden hatte. Doch viel mehr steckt auch nicht dahinter, somit ist die Wahl des Titels für dieses Buch vermutlich eine der weniger guten Sachen daran. Man darf auch nicht annehmen, dass die Komplexitätstheorie in ihrer Gesamtheit Eric Kleins Brainchild ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das behauptet der Autor auch nicht. Gerade im letzten Viertel des Buches, das überwiegend argumentativ ist, trägt der Professor all die Details seiner Kollegen zusammen, die bereits dieselbe Position vertreten haben.
Dieses Buch ist also in erster Linie ein Konvolut, das zum ersten Mal gesamtumfassend die Komplexitätstheorie der Bronzezeit vorstellt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass dies ein sehr solides Buch ist, dem man vertrauen kann, da es auf gut recherchierten Fakten beruht. Das hat allerdings einen kleinen kosmetischen Nachteil. Es ist manchmal ein wenig trocken. Doch das hat die Wirklichkeit oder Wahrheit, um das Wort mal zu gebrauchen, wenn auch ungern, manchmal so an sich. Vielleicht hätte es nicht geschadet, manchmal etwas poetischer an die Geschichte heranzugehen, aber das ist natürlich ein schmaler Grat, der leicht in den Abgrund des Fabulierens führen kann. Damit will ich aber nicht sagen, dass dieses Buch zu fachlich oder zu wissenschaftlich geschrieben ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist gut lesbar und jeder, der sich mit Geschichte befasst, wird da keine Probleme mit der Sprache und dem Inhalt haben. Zum Abschluss dieses Berichts vielleicht noch einige Zeilen von Eric H. Klein selbst, eine Art Fazit dieses teilweise doch noch nicht gänzlich gelösten Rätsels. Ich sage schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Der alte Orient, Ägypten und Griechenland scheinen im Jahr 1177 vor Christus so stark miteinander verflochten und voneinander abhängig gewesen zu sein, dass der Untergang der einen Kultur letztendlich den Untergang der anderen nach sich zog. Die blühenden Zivilisationen der damaligen Zeit gingen durch Menschenhand oder durch höhere Gewalt zugrunde oder durch eine tödliche Kombination von beidem. Nach allen Erkenntnissen, die wir hier zusammengetragen haben, müssen wir uns aber auch eingestehen, dass wir die genaue Ursache oder die verschiedenen Ursachen für den Zusammenbruch der Zivilisation der Ägäis und des östlichen Mittelmeerraums und damit für den Übergang von der Spätbronzezeit zur Eisenzeit nicht mit Sicherheit ermitteln können, genauso wie wir immer noch nicht wissen, wer die Seevölker waren, woher sie kamen und was sie wollten. Doch wenn wir alle in unserer Diskussion vorgestellten Fäden der Beweisführung zusammenführen, können wir über diese Epoche einige relativ sicheren Erkenntnisse gewinnen.